Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweigler und Duftmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fury. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fury, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Was ist Tipp? Das ist Tipp. Let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Beim Tag-Team-Turnier kämpfen da Shan und Shiyun gegen Jinga und Yuki. Das chinesische Team sieht schon wie der Sieger aus, als Jinga seinen neuen Special-Move Cosmic Tornado ausruft. Dieser ist für die Gegner zu stark und Jinga und Yuki gewinnen. Die Tempelblader sind geschockt, auch deswegen, weil sie nun keine Gelegenheit mehr haben, gegen ihre wahren Gegner, die Blader von Baleen Faust, zu kämpfen. Diese sind als Nächste dran und Bao und Aguma haben es mit Kyoya und Benkei zu tun. Kyoya konzentriert sich auf Bao, den er für einen legendären Blader hält. Benkei soll dessen Partner Aguma in Schach halten. Das Baleen-Faustteam lässt sich jedoch nicht so leicht kontrollieren. Im Gegenteil. Aguma und sein Base Scythe Kronos erhöhen gewaltig den Druck, als dieser einen Special-Move ausruft, der Kyoya und Benkei überrascht. Mit einer gewaltigen Explosion bremst Aguma ihre beiden Base aus und das Team von Baleen-Faust hat gewonnen. Zur großen Überraschung aller stellt sich heraus, dass Aguma der legendäre Blader ist. Leon! Kann das sein? Es ist gar nicht Bao, der die Kraft des Sternfragments hat. Er ist es. Und das war es, Freunde! Der Sieger des zweiten Spiels im Semifinale ist das Bao Aguma Team! Kyoya hat es so schnell verloren? Das war die Kraft des Sternfragments. Was ist denn da gerade passiert? Agumas Bay ist ganz was Besonderes. Eine Tornado 125 Drehfassung und eine Eternity Defense Sharp Blade Spitze. Aber das Einzigartige ist dieses Rad. Die Fusionsscheibe ist mit dieser sichelförmigen Halterung verbunden und entwickelt so ihre Zerstörungskraft. Und was für eine Art Technik ist dann dieser Special Move gewesen? Tja, ich habe keine Ahnung. Es passierte so schnell, dass ich keine Daten sammeln konnte. Soll das ein Witz sein? Der legendäre Blader ist gar nicht der Typ mit dem purpurfarbenen Blitz. Wer hat das denn jemals behauptet? Bisher haben wir immer nur Gegner gehabt, mit denen Bao ganz alleine fertig werden konnte. Bei euch war das etwas anders. Dieser Scythe Kronos ist gerissen. Es kommt nicht gerade oft vor, dass ich seinen Special Move verwende. Wow, Scythe Kronos! Die Kraft des Sternfragments ist darin. Es tut mir leid, Kyoya. So ein Mist! Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gegen einen wie dich nicht verloren. Und das Beste am Toriumon-Turnier, dem größten Tag-Team-Turnier der Welt, kommt natürlich zum Schluss. Sehen wir uns doch die beiden Teams an. Das Jinga-Yuki-Team gegen das Bao-Aguma-Team. Kampf stattfinden. Ja! Am Ursprungsort aller chinesischen Feenkünste, der sagenumwobenen Zen-Genji-Kampfsporthalle. Da oben soll es einen Tempel geben? Baleen-Tempel, der Faust Bay, im Zeichen des Kranichs. Es ist ein altehrwürdiger heiliger Tempel. Dort wurden alle chinesischen Baleen-Künste entwickelt. Zen-Genji. Es ist legendärer Boden. Und Shiyun hätte so gerne dort gekämpft. Dann hättet ihr nur nicht verlieren dürfen. Das beweist nur wieder, dass sich der Stern nicht umsonst Baleen Faust ausgesucht hat. Er hat Baleen Tempel nicht zufällig gemieden. Seit diesem Zeitpunkt ist eure erbärmliche Schule für uns Geschichte. Diejenigen, gegen die wir heute antreten, dürfen mit euch nichts mehr am Hut haben. Uns interessieren nur Blader, die auch Sternenkraft besitzen. Ihr solltet euch das in Ruhe ansehen.
Vielleicht lernt ihr ja, wie man Jinga besiegen kann, wozu eure Schule ja nicht in der Lage war. Die 100 Schulen von Balin Faust werden die stärksten der Welt sein. Ursprünglich kamen wir mal vom selben Stamm. Deswegen könnt ihr uns gerne zujubeln, wenn ihr wollt. Ich verabscheue diese Typen. Das schon. Ji-Yoon. Also los, Herr Jinga. Weiter geht's. Oh, ja. Kommt schon, Leute! Ihr wollt diesen einmaligen Kampf doch nicht verpassen! Wir fliegen euch zum nächsten Schauplatz! Müssen wir denn wirklich schon wieder weiter? Miau! Das wird ja jedes Mal spannender! Der Kampf um die besten Plätze beginnt! Miau! Nachdem unsere Heldenteams so viele Kämpfe siegreich überstanden haben und den gesamten Yellow River hochgereist sind, passieren sie nun das Tor zum Ruhm! Jetzt fragt sich nur noch, welches der beiden Teams auch noch den letzten Kampf gewinnt und sich die Siegerkrone holt! Beginnen wir mit dem Finalkampf und finden es heraus! Die 100 Schulen von Balin Faust und Aguma mit seinem Skies Kronos. Wir haben ihn endlich gefunden, den fünften legendären Blader. Das stimmt. Oh. Aber ich fürchte, sie werden nicht auf das hören, was du zu sagen hast, Jinga. Dashan, Ji-Yoon. Ihre Herzen sind erfüllt vom Wunsch der Rache gegen Balin Tempel. Doch ihr zwei habt Ji-Yoon und Dashan im Tag-Team-Match besiegt. Jetzt werden sie bestimmt alles daran setzen, euch zu besiegen. Balin Faust. Es kommt ihnen nur darauf an, dieses Turnier zu gewinnen und ihren Ruf in der Welt zu verbreiten. Um mehr geht es ihnen nicht. Jinga, was hast du für einen Plan? Ich mach mir gar keinen Kopf. Wir sind Blader, das ist alles. Wir sprechen die Sprache des Bay-Kampfes. Deswegen werde ich auch mit aller Macht kämpfen. Danach können wir auch gerne über andere Sachen reden. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber sei vorsichtig, Jinga. Wie du ja weißt, dient der Balin Bay vor allem dem Schutz. Er soll Angriffe jeglicher Art für alle verhindern. Unser Gegner hingegen, Balin Faust, hat seine Macht darauf gegründet, andere anzugreifen und dafür einen Bay entwickelt. Sie sind eine Bande von Verbrechern, die den Schutz des Bays ablehnen und deswegen gegen Balin Tempel revoltiert haben. Dass er Kiyoya mit einem Angriff besiegen konnte, zeigt Agumas Stärke. Und da er bisher so viele Kämpfe allein gewonnen hat, ist Baos Kraft auch nicht zu unterschätzen. Passt gut auf euch auf. Ja, seid unbesorgt. Wir werden die Ehre von Balin Tempel wiederherstellen. Verlasst euch drauf. Wir zählen auf dich, Jinga. Na klar. Und Yuki. Hä? Wir zählen auch auf dich, okay? Bitte zeigt diesen Typen ihre Grenzen auf. Oh, aber natürlich. Auf geht's, Leute! Hier kommen die beiden Teams! Ja, lass uns gehen, Yuki. Hier kommt das Nummer 1 Tag-Team. Ja, Mann! Viel Glück, Leute. Gebt euer Bestes. Als erstes erscheint das Jinga-Yuki-Team an der Arena. Du schaffst das, Jinga! Yuki, wir feuern euch an. Los, schnappt sie euch! Und da kommt auch das Bao-Aguma-Team an die Arena. Die besten Sitze hier, miau! Denkt nur daran, das sind keine Abfalleimer. Und seht euch das an, Freunde! Die Finalkampf-Arena! Das rote Mauerkunstwerk des Beyblade-Genies! Hä? Das rote Mauer was? Die Mauerringe bilden ein Labyrinth in der Arena. Man kann innerhalb dieser Mauern kämpfen oder man entscheidet sich, möglichst schnell in die Mitte zu kommen, um dort anzugreifen. Hier ist die Strategie der Schlüssel zum Erfolg. Unser neuer Gegner hat zwei Bays und in beiden steckt diese Kraft des Sternenfragments. Deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Herr Jinga? Mein Pegasus und deine Nubius sind beides Angriffstypen. Wir könnten leicht durch diese Mauern hindurchbrechen. Doch trotzdem... Sie haben Kampfkunst trainiert und sind auf Angriff spezialisiert. Du hast recht. Bestimmt werden sie von Anfang an voll auf Angriff gehen. Jetzt ist es soweit! 3, 2, 1, let's rip! Jinga, ich hoffe, du weißt, was du tust. Es wäre schade, jetzt noch zu verlieren. Wir sollten unsere Kräfte sparen. Folgt mir, Yuki! Check!
Das Jenga-Yugi-Team fegt mit Hochgeschwindigkeit durch das Labyrinth. Was ist mit ihren Gegnern, dem Bau-Aguma-Team? Und los, Hades Crown! Na bitte, hab dich! Oh. Heftig! Der Purpurblitz hat bei Pegasus und Anubis eingeschlagen! Ich schätze, du musst gar nicht kämpfen. Ich werde allein mit dem klarkommen. Ja, im Traum vielleicht. Überlass ihn mir, okay? Du rennst dann schon mal vor. Ich verlass mich auf dich, Yuki. Während sich Anubis noch tapfer um Hades Crown kümmert, hat Pegasus die Mitte der Arena erreicht. Aber ist er doch sicher? Wo ist Kronos? Pegasus! Mit unvorstellbarer Kraft durchbricht Kronos alle Mauern und landet bei Pegasus einen direkten Schlag! Das ist der Wahnsinn! Schieb ihn weiter zurück, Kronos! Kronos verrückte Attacke schiebt Pegasus immer weiter zurück! Könnte das schon das Ende des Kampfes sein? Jenga! Was machst du da? Halte durch, okay? Julia, Freund! Krieg dich wieder ein! Hä? Ein Move wie dieser macht Jenga nicht so viel aus. Du wirst sehen. Hä? Ha! Du wolltest mich mit einem kraftvollen Angriff aus dem Hinterhalt ausnocken? Das hab ich erwartet und deswegen Pegasus Kräfte geschont. Auf vollen Touren zieht Pegasus davon! Wir werden dieses Turnier an niemanden verlieren! Scheint so, als hätten sie unsere Warnung doch noch berücksichtigt. Jenga macht seine Sache hervorragend, dabei hat er noch nicht alles gezeigt. Aha. Bei seinem Mauerdurchbruch hat Kronos nur unnötige Energie verschwendet. Und das kann ihn schon bald teuer zu stehen kommen. Pegasus! Upper Mode! Wäre ja auch sonst kein Spaß geworden. Greif ihn wieder an, Kronos! Wahnsinn! Pegasus und Kronos kämpfen, dass die Puppen nur so fliegen! Das ist Beyblade! Das nenne ich einen Kampf! In der Geburtsstätte aller chinesischen Beikünste, Zen Genji, wo wir Zeugen des Ursprungs aller Beikämpfe wurden! Schnapp ihn dir, Jenga! Mach ihn fertig! Genau, schlag doch mal zu! Miau, miau! Beeindruckend! Unglaublich, miau! Wow! Das bringt mich total in Wallung! Da! Schlag zu! Nicht nachdem keiner von euch klappt! Oh yeah! Ja, du bist ziemlich gut! Vermutlich komme ich bei dir nicht auf normalem Weg durch. Sieht aus, als würden die beiden Kämpfer so langsam aus der Puste kommen. Vielleicht könnten sie etwas Unterstützung von ihren Partnern bekommen. Herr Jenga! Du bleibst, wo du bist, hast du verstanden? Was? Abgefahren! Diesmal stoppt Hades Crown Anubis, der gerade im Begriff war, Pegasus zu Hilfe zu eilen. Das ist Wahnsinn! Gleich noch einmal! Anubis! Komm schon, jetzt bin ich dran! Anubis hat wieder einmal geschickt den Angriff von Hades Crown abgewehrt! Er gibt Hades Crown was von seiner Medizin zurück, indem er ihn gegen die Wand drückt! Lucky Break! Hades Crown? Hades Crown rotiert in der zusammengebrochenen Mauer und kommt nicht frei! Und jetzt ist auch Anubis in der Mitte angekommen! Und los, Anubis! Yuki! Und los, Herr Jenga! Okay, Pegasus! Smash Mode! Ah! Und los! Hervorragend! Ein Uppercut-Angriff von unten! Anubis hat genau das Richtige gemacht!
Pegasus Schläge von oben sind genauso wirksam. Wenn die beiden das durchhalten, muss auch Kronos sein Gleichgewicht verlieren. So viel steht schon mal fest. Das stimmt. Ja, nur wieso bleibt Aguma so ruhig dabei? Ein Kinderspiel, mehr nicht. Verglichen mit unserem Training gleicht das hier doch eher einem Sonntagsspaziergang. Kronos! Was war das? Pegasus! Das gibt's nicht. Er ist vorbeigerauscht. Na schön, dann noch einmal! Was passiert jetzt? Ihre Angriffe haben doch vorher noch getroffen. Oh oh! Das liegt am PC-Rahmen. Das Sichelrad ist in zwei Schichten aufgebaut, sodass der Rahmen beweglich ist. Damit kann er den Angriffen von Jinga und Yuki elegant ausweichen. Ist ja kaum zu fassen. Wäre das möglich? Unglaublich. Hey, was hat er jetzt vor? 100 Schulen von Balin Faust, Iron Wall, Fizz! Oh nein! Wie kann ein Angreifer von Balin Faust nur eine geheime Technik von Balin Tempel verwenden? Weil Balin Tempel und Balin Faust aus derselben Schule stammen. Von daher dürften Ihnen die Balin-Schutztechniken noch bekannt sein. Ein PC-Rahmen, eine Tornado 125 Drehfassung und eine Eternal Defense Sharpblade-Spitze. Jetzt verstehe ich! Seid vorsichtig, Jinga und Yuki! Kronos ist in Wahrheit ein Ausdauertyp, Bay! Er zieht den Kampf in die Länge. Ein Sleepout ist seine Strategie. Ihr dürft uns nicht mit den Balin-Tempel-Leuten durcheinander werfen. Denen steht nur Verteidigung zur Verfügung. Balin-Faust! Kann diese Schutztechnik in reine Angriffskraft umwandeln. Also aufgepasst! Vorsicht! Das gibt's nicht! Das ist Kyoyas Move, verstanden? Was soll's? Das kommt nicht mal in die Nähe von Kyoyas Lion Gale Force Wall. Spring hindurch, Pegasus! Pech gehabt, Ponyjunge! Aufgepasst! Dies ist die Kraft von Balin Faust, die Balin Tempel abschafft! Exploding Fist! Oh oh! Pegasus! Hey, Jinga! Wie abgefahren ist das? Zerbrochene Mauer in eine Waffe! Wie kommt ihr damit klar? Pegasus und Anubius können nicht näher rankommen! Kronos hat sich wie Saturn mit einem Ring aus Steinbrocken umgeben, die durch den Raum jagen! Gefällt euch die Show? Das ist die Wut, die sich in uns angesammelt hat! Wir haben sie in bitteren Tagen in Kampf verwandelt, das kostet euch den Kopf! Komm schon! Wir müssen angreifen! Das ist nicht gut! Pegasus und Anubius werden damit aus der Arena gedrängt. Ach, unternimm endlich was, Jinga! Ich hab noch den Cosmic Tornado. Hm? Wir müssen jetzt alles darauf setzen. Du hast recht, aber dafür müssten wir vorher noch den Ring von Kronos überwinden. Oh, ich hab eine Idee. Bitte überlass das mir, okay? Yuki? Go, Anubius! Mit seinem super tief sitzenden Schwerpunkt müsste Anubius unter dem Wind hindurchschlüpfen können. Bitte, Anubius! Auch wenn's nur für einen Moment ist, leih mir bitte deine volle Kraft! Tauch noch tiefer ab! Geh noch tiefer! Was ist das? Der Ring von Kronos ist verschwunden? Schlag jetzt zu, Herr Jinga! Ja! Pegasus, Final Drive Mode! Und auf geht's, Pegasus! Special Move, Cosmic! Nichts überhasten! Auf geht's, Flash Attack! Ich glaub's einfach nicht! Und jetzt, Aguma! Mach dir um mich keinen Kopf! Aber Bau! Das werde ich nicht zulassen, klar? Es wird langsam Zeit, diesen Kampf zu beenden. Special Move! Great Ring of Destruction! Ah!
Pegasus! Wie schrecklich! Unglaublich! Agumas Angriff zum Schluss war so heftig, dass es sogar seinen Partner Bao hinweggefegt hat! Der einzig verbliebene Bay ist Agumas Geist Kronos! Der Sieger des großen Tag-Team-Turniers Toriumon steht damit fest! Es ist das Bao-Aguma-Team, ja! Jinga! Er hat verloren! Ach, schlechte Nachrichten! Kyoya, Freund! Was hat er da draußen gemacht? Gut, geschafft, Agumma! Und was jetzt? Das war der erste Schritt. Wir müssen ein für alle Mal die Schande tilgen, die seit 2000 Jahren auf Baylin Faust liegt. Unsere Rache ist nicht beendet. Wir werden nicht eher Ruhe geben, bis wir jeden Blader der Welt besiegt haben. Zuerst gewinnt Ryuga und jetzt Agumma. Wieso ist das Sternbruchstück ausgerechnet zu Ihnen gekommen, hä? Nicht schön! Erschreckend, Miau! Erschreckend? Genau das, was ich gesucht habe.